Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Kanal. Ich bin der Broken10 und wie ihr sehen könnt, ich habe für euch ein Gast-Replay dabei von dem Paul902016 in seinem T57 Heavy auf dem WoT-Test-Server. Ihr seht gleich von Anfang an, er hat pur Gold dabei und eine Cola-Kiste. Also, wie gesagt, Test-Server, da schießt jeder mit Gold, also da achtet keiner auf das Geld. Genau, damit ihr Bescheid wisst. Genauso die letzten 5 bis 6 Tage kam kein Video, weil einfach schönes Wetter war, ich bei Verwandten war. Natürlich auch schwimmen war und all sowas bei in Seen und so, mit Freunden abgehangen habe und so. Ich brauchte einfach mal Zeit, wieder ohne mal nebenbei für YouTube oder auch generell World of Tanks. Ich habe in der Zeit kein World of Tanks gespielt. Ich war auch nicht am PC. Ich war, wie gesagt, die meiste Zeit des Tages einfach draußen und habe die frische Luft bzw. die Wärme genossen. Genau. Ja, wie ihr seht, T57 Heavy, einer meiner absoluten Lieblinge in meiner Garage. Wie ihr sehen werdet, Entschuldigung, baut das auch, macht auch der Paul hier sehr, sehr gute Sachen. Mit dem Tank, stellt er auch ganz gut an. Und genau, ja, ihr seht, das Intro ist jetzt, das Intro ist jetzt neu. Das ist ja, habe ich ja schon länger angekündigt, dass ein neues Intro kommt, oder beziehungsweise habe ich ja schon angekündigt. Ihr seht vor dem Video und nach dem Video immer ein grünes Bild sozusagen, ein grünes Bild, das ist Green, so nennt man es Greenscreen. Das kann man in einem Videobearbeitungsprogramm bearbeiten, das Problem ist, meins spinnt gerade irgendwie rum, das muss ich deinstallieren, nochmal neu installieren. Das kann ich dann direkt ins Video einbringen, das habe ich jetzt einfach noch keine Zeit dazu gehabt. Ja, schneiden mache ich dann, wenn es dann mal klappen würde. Ich benutze ja Shotcut, wenn ich schneide. Habe ich bis jetzt auch noch nie gemacht, so wirklich. Und ich habe mich jetzt in der nächsten Zeit, befasse ich mich ein bisschen damit, um einfach mal, einfach ein bisschen bessere Qualität hinzulegen, gerade wegen dem Intro. Das Intro sieht schon sehr, sehr geil aus. Und ich merke gerade, hier sind irgendwie die Settings alle komplett verstellt. Ich weiß zwar nicht wieso, aber es ist total komisch. Das ist immer, wenn man ein neues Update kommt. Es kam ja jetzt heute das neue Update raus. Das 9.19, also 9.19 kam heute raus. Jetzt sehe ich das wieder in Prozent, das ist echt Wahnsinn. Nein, HP Lev, bitte. Bitte, bitte, bitte lass das einfach. 9.19 mit den neuen Sachen. Und, ja, ich muss sagen, ich finde das Update ziemlich bescheiden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich werde wahrscheinlich auch nochmal ein Video darüber machen. Das wird aber eher ein Mecker-Video sein oder sowas. Mal gucken, wie ich das nennen werde. Weil ich finde es nicht okay, dass man einen Spielmodus macht, der von allen sich gewünscht wird. Aber der dann so blöde ausgeführt wird. Also das fand ich echt total blöd. Muss ich ganz ehrlich sagen. Werde ich aber wahrscheinlich nochmal ein Video zu machen. Muss ich mal schauen. So, der Paul fährt jetzt hier mit seinem T57 50 Heavy hier hinter ihn dran. Und auf geht's. 1, 2, 3. Und komm nochmal, der letzte muss noch rein. 4. Sehr schön, sehr schön. Jetzt sieht man noch nicht mal mehr den Schaden, also es ist ein bisschen verstellt, ich weiß nicht warum. Nein, hier Battle Locks, ach, das geht alles gar nicht. Ich weiß zwar nicht wieso, aber ich habe keine Ahnung, warum das buggt irgendwie, weil der Testserver gerade nicht online ist. Deswegen spinnen die Sachen ein bisschen rum. Wie gesagt, das ist auf dem Testserver, also ihr seht auch keinen Damage, ihr seht nur, was da ankommt. Genau, da müssen wir jetzt einfach mal leben. Und ja, was ist an dem T57 Heavy so besonders? Er ist ein Heavy, er hat 4 Schuss im Magazin, er ist der schnellste Autoloader. Heavy auf Stufe 10 und meines Erachtens auch der beste Stufe 10 Autoloader mit 4 Schuss, also schwerer Panzer. Weil es gibt noch einen AMX-50B und es gibt noch einen Kranwagen. Ah, die kennt ihr hier alle. Aber ich muss sagen, der T57 Heavy klippt alle, ohne Verbrauchsgüter, alle 22 Sekunden 4 Schuss raus. Ein Schuss macht 400 Schaden oder sogar mehr. Das bedeutet, ihr habt 1600 Durchschnitt mit einem Clip. Und dann ladet ihr ein bisschen nach und habt zwischen den Schüssen immer 2 Sekunden Zeit zum Laden. Oder beziehungsweise muss der Panzer dann laden. Also ich muss einfach sagen, ich finde den Panzer wirklich absolut der Hammer. Die Reihe dahin ist auch wirklich sehr, sehr gut. Macht Spaß. Also ich kann wirklich nur jedem ans Herz legen, der ein bisschen Autoloader fahren will und gleichzeitig noch ein bisschen Panzerung mitbringen möchte. Er ist jetzt nicht der gepanzerste, das weiß man ja auch.
Wenn ihr ihn penetrieren wollt, schießt auf diese Kuppeldinger. Na, jetzt geht das schon wieder los. Ja, er kassiert jetzt hier vom TVP, der da hinten steht. Ich weiß das schon, da ich das Replay schon angesehen habe. Ich habe versucht, gestern ein Replay hochzuladen. Das Problem war, mein Schneidprogramm hat die Aufnahme gekillt. Und ja, war ein bisschen blöd. War nicht blöd, aber kann ich nicht ändern. Und ja. Ihr seht auch, man sieht keine Namen und so. Muss ich auf der Minimap nachgucken. Wie gesagt, das ist der Testserver, der spackt ein bisschen. Aber man kennt es ja auch nur so. Auch weil er ist gerade nicht online und dadurch kann ich nur noch die Replays abspielen, die in dem waren. Jetzt so drängelt er hier hinten, der E50. So, jetzt ist er fast nachgeladen. Ihr seht, in der Zeit, wo er nachlädt, ist er wirklich sehr verwundbar. Kriegt er den? Ja, sehr schön. Schade. Schade. Was ist das? Ach, das ist ein FV. Das ist ein FV gewesen, genau. Da steht ein FV, den hat er beschossen. Er schießt leider sehr, sehr viel mit Auto-Aim. Deswegen, ich muss dann einfach selbst dran zoomen. Auch wenn ich das... Doch, ich kann es, okay. Wollte mal testen. Ja, und ich kann jetzt wirklich diesen Panzer wirklich nur jedem ans Herz legen. Er ist wirklich ein sehr schöner Panzer. Ja, so, hier ist noch einiges, was er noch zermetzeln kann. Ich weiß jetzt leider nicht, wie viel Schaden er schon hat. Das habe ich mir leider nicht gemerkt. An welchem Punkt, wie viel Schaden er hatte. 1, 2, sehr schön, rausgenommen. Sehr schön, hier mit Auto-Aim. Da hätte er auf den Turm ziehen können, kommt man auch sehr gut durch. Macht er ja aber trotzdem sehr gut. Er hat ihn selbst ja nicht in der Garage, aber spielt ihn ja relativ oft, weil er ihn auch gerne haben möchte. Verstehe ich auch voll und ganz. Also, wie gesagt, ich kann in diesen Weg euch wirklich nur ans Herz legen. Was macht die Maus denn hier? Oh, das ist Test, aber... Die AT hat angeklopft. T92 hat angeklopft. Aua. Ja, AT ist wirklich ein Problem. Bei T57 Heavy. Die schlagen da gerne mal ein. Gerade wenn der Turm so nach vorne guckt, dann können die Artis da perfekt reinschießen. One-hitten die euch auch gerne mal. Früher haben die das gemacht. Heute Gott sei Dank nicht mehr. Kloppen euch nur die Hälfte eurer Mannschaft raus. 1. Ja, man sieht hier. Type 5 hatte hier keine Chance gegen ihn. Sehr schön gemacht. So, er hat noch 2 Schuss drin. Ich würde jetzt rumfahren. Ah, schon wieder. T92, schon wieder. Eieiei. Die Art jetzt aber auf ihn abgesehen. Was macht der denn da? Batchet, bist du wa... Lol. Okay. Das war mal ein Snapshot. Würde ich mal sagen. Sekunde. So. Sehr schön rausgenommen. Ups. Und nein. Ja. Die Art, die schon dreimal auf ihn geschossen hat... Hat ihn dann auch noch zerstört. Es gibt ja 2 T92. Also beide haben ihn genervt. Beide waren auf ihn fokussiert. Das wird auch noch gewonnen, das Game. Und ja, ich zeige euch jetzt noch schnell die Auswertung. Und ja, genau. Sekunde. So, und da sind wir mit der Auswertung. Wir haben hier 5582 Schaden gemacht. 19 Schuss abgefeuert, 19 getroffen, 16 durchgeschlagen. Sehr, sehr gut. 5582 Schaden gemacht, 320 Block bei Armor. 100.000 Miese ist okay, das passiert mal mit dem T57, wie man nur Gold spielt, ist ja auch klar. Wie gesagt, ist Testserver, da ist okay, wenn man Gold spielt, mache ich auch Testserver, ist normal. Genau, dann, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Däumchen da, wenn ich den nicht, habt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video und tschüss.